Neon Invest seit gut einem Jahr gestartet und seit neuestem auch mit ETF- und Aktiensparplänen. Ja, wie läuft das Angebot? Das schauen wir uns heute etwas genauer an. Ja, lieber Jörg, knapp ein Jahr ist jetzt Neon Invest schon im Markt. Hier können die Kunden von Neon jetzt auch Aktien und ETFs kaufen. Ja, wie kommt es bei den Kunden an? Vielen Dank für die Frage, die beantworte ich gern. Wir sind, wie du gesagt hast, im August letzten Jahres gestartet, damals mit einem sehr einfachen, retail-lastigen Angebot. Sind sehr happy, wie das sich entwickelt hat. Einerseits, weil wir glauben, dass das Produkt natürlich gut ist. Andererseits haben uns die Märkte, glaube ich, ein bisschen auch unterstützt. Wir haben 210.000 Kunden. Davon sind schon 10% und mehr, die aktiv traden, also schon Aktien gekauft haben, noch besitzen oder auch wieder verkauft haben. Und wir sehen, dass das ein Produkt ist, was viele Kunden, die noch nicht getradet haben, super spannend finden. Wir haben Sparpläne jetzt neu lanciert. Auch das war ein toller Erfolg, einerseits für die Bestandskunden. Wir sehen aber auch gerade im Neukundenbereich, dass wir da immer mehr Kunden neu gewinnen, die explizit oder sehr klar sich für Neon entschieden haben, weil wir so ein tolles Trading-Angebot haben. Ja, Sparpläne wäre so die zweite Frage, große Frage gewesen. Kommt immer mehr auch in der Schweiz. Wir kennen das natürlich aus Deutschland schon sehr viele Jahre auch. Jetzt auch in der Schweiz. Ihr habt da auch ein super Angebot. Seit 2 Monaten jetzt erst im Markt. Was kannst du so als erstes sagen? Was machen die Kunden am gernsten? Sind es ETFs, die eingespart werden oder Aktien? Ja. Also auch Sparpläne. Einerseits genau richtig. In der Schweiz gibt es da noch nicht viele besonders gute Angebote. Wir glauben, wir haben eins geschaffen. Wir haben 5.000 Kunden mittlerweile, die schon im Sparplan investieren. Wie gesagt, nach 2 Monaten, heute ist, glaube ich, die zweite Ausführung dazu, sind super happy mit den Zahlen. Kunden investieren ganz stark in ETFs in dem Segment. Liegt einerseits, glaube ich, an dem Produkt ETF, wo man ja auch immer eine gewisse Risikostreuung hat. Andererseits aber auch daran, dass wir mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Invesco auf der einen Seite, sicher unser längster Partner in dem Segment, aber auch mittlerweile mit der DWS oder auch mit FOW Leontech, wo wir verschiedene Produkte im Sparplansegment auch nochmal für 0 Franken als gratis Trade anbieten können. Ja, und ihr seid immer hoch innovativ. Jetzt die Sparpläne. Was ist so das nächste größte Ding? Das nächste größte Ding insgesamt für uns ist sicher, dass wir das Produkt in gewissen Bereichen, Analytics zum Beispiel, in die nächste Ebene heben wollen. Wir haben manche Sachen, glaube ich, schon ganz gut. Manche können wir da verbessern. In dem Trading-Bereich, das ist für uns aktuell sicher das, wo wir am meisten drüber nachdenken, möchten wir einfach erzielen, dass wir von den Kunden, die wir haben, noch mehr verstehen, warum es gut ist, zumindest einen gewissen Teil seines Vermögens oder ihrer Vermögen in Aktien, ETFs oder andere Investmentprodukte anzulegen. Und das sind so die 2 großen Themen, die wir jetzt adressieren. Wir planen typischerweise auf der Produktseite so auf ein halbes Jahr genau, und glauben, mit den Themen dann auch wiederum mehr ein bisschen Erfolg haben zu können und vielleicht noch mehr Leute zum Traden zu aktivieren. Ja, und wenn es in die Richtung geht, auch investieren, Altersvorsorge, du sagtest schon, ist immer wichtig, das auch über einen längeren Zeitraum zu machen. Oft fehlt es noch tatsächlich auch an der Bildung im Finanzbereich. Ja. Habt ihr da auch ein Angebot? Da sind wir sicher nicht die Ersten, die dieses Problem sehen, und wir erarbeiten verschiedene Lösungen oder haben verschiedene Ideen, die wir teilweise testen, teilweise für uns selber bewerten, wie wir es schaffen, die gewisse Hürden, die Menschen haben, die vielleicht noch nicht Aktien gekauft oder ETFs gekauft haben, wie wir diese Hürden gemeinsam überwinden können. Da kann der sogenannte Education-Bereich helfen, also mit möglichst verständlichem Content zu erklären, was passiert. Es kann vielleicht auch Automatisierung hier geben. Das heißt, dass Kunden stärker an die Hand genommen werden und ihnen wirklich gute Informationen bereitgestellt werden, damit Kunden letztendlich entscheiden können, ob sie investieren und im zweiten Schritt dann auch in welche Produkte speziell. Ja, das sehen wir als Börse auch immer. Wir beschäftigen uns seit Jahren damit, haben dann aber auch eine Sprache, die der normale Anleger wahrscheinlich nicht mehr versteht. Deshalb ist es extrem wichtig, dass man eine einfache Sprache wiederfindet, sehen wir auch immer. Ja, herzlichen Dank für das Interview, dass du kurz Zeit hattest für uns, lieber Jörg. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BX Swiss.